Ganz herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer neuen Ausgabe von Turnaround Tuesday. Mein Name ist Bastian Frien und heute geht es bei uns um die Psychologie der Restrukturierung. Also genauer gesagt geht es um die Frage, warum Sanierungen scheitern. Und dabei interessieren uns heute nicht so sehr die materiellen Gründe, wie sagen wir mal schlechtes Geschäftsmodell oder schlechtes Management, sondern tatsächlich die psychologischen Fallstricke in der Sanierungsphase. Und dafür habe ich drei Gesprächspartner eingeladen, die sehr unterschiedliche Perspektiven mitbringen. Nie fehlen darf natürlich die Sichtweise der Banken. Da haben wir eine sehr prominente Stimme gewonnen. Holger Rabelt leitet den Sanierungsbereich bei der Commerzbank. Und ich freue mich sehr auf seine Einschätzungen. Und daneben darf ich Ihnen zwei Co-Gastgeber vorstellen. Johann Stoner ist Managing Director beim Beratungshaus Alvarez & Marsal. A&M, das wissen Sie, steht für ja, ich sag mal, ebenso erfahrenes wie auch durchaus hemdsärmeliges Sanierungsmanagement im Sinne von anpackend. Und der dritte im Bunde und Ihnen auch schon bekannt als Co-Gastgeber bei unserem Turnaround Tuesday ist Dr. Sven Prüfer. Er ist Partner bei Allen & Overy und ja, Spezialist für die rechtlichen Aspekte kniffliger Restrukturierungen. Ja, heute wollen wir uns aber weder um die konkreten Finanzierungslösungen noch wirklich um die rechtlichen Aspekte kümmern, sondern den Blick auf die Emotionen und die Beziehungen der Beteiligten werfen. Es gibt darum auch keine Folien, die brauchen wir nicht. Ich schlage vor, Sven, lass uns gleich mal ins Eingemachte gehen. Ich erinnere mich da an ein Gespräch mit dir, bei dem du selbst sehr emotional warst, aus Verzweiflung über das Verhalten eines Unternehmers in der Sanierung, glaube ich. Vielleicht mal ganz allgemein gefragt, wer sind denn deiner Erfahrung nach die emotionalsten Spieler in einer Restrukturierung? Also, wenn ich darauf eine pauschale Antwort hätte, die man immer eins zu eins anwenden könnte, wäre das super. Unglücklicherweise muss man wahrscheinlich sagen, was die Juristen ja auch gerne tun, es kommt drauf an. Viele Player, viele psychologische Präferenzen, sehr vielschichtig kann das Ganze ausgehen. Wenn man einfach mal durch die Kette der Beteiligten in einer Restrukturierung durchgeht, stößt du natürlich oftmals auf Gesellschafter, insbesondere wenn es Familiengesellschafter sind, sei es diejenigen, die noch gegründet haben, das Unternehmen selbst groß gemacht haben, sei es die zweite oder dritte Generation, die jetzt vom Scheitern bedroht ist. Die mögen natürlich bei der Frage, wie geht es eigentlich mit dem Familieneigentum, dem Familienunternehmen weiter, besonders emotional reagieren. Es mag insbesondere bei Unternehmen, die jetzt nicht mehr an Familien hängen, das C-Level sein. Von mir aus Vorstände, Geschäftsführer, die für eine bestimmte Strategie stehen und von mir aus Expansion verfolgt haben als den Kurs des Unternehmens über die letzten Jahre, damit auch vielleicht eine Zeit lang erfolgreich waren und plötzlich merken, dieser Weg kommt an ein Ende und kann nicht zu Ende gegangen werden. Das mögen dann mal die emotionalsten Beteiligten sein. Und wir wollen eins nicht vergessen, Herr Rabelt wird das sicherlich aus Sicht der Banken dann später nochmal aufnehmen. Das, was du ja regelmäßig hörst und was meistens leider auch stimmt, die Banken fühlen sich schlecht informiert, nicht richtig abgeholt, zu spät kommt man auf sie zu, sucht nicht das offene Gespräch. Das sorgt natürlich für Verstimmung. Und das kann manchmal ganz am Anfang einer Restrukturierung, wenn sie nämlich herausstellt, naja, wir haben da jetzt gerade eine Linie von mir aus um ein Jahr oder zwei Jahre verlängert, und 14 Tage später, drei Wochen, kommen dann plötzlich die Nachrichten, ah, es läuft doch nicht so gut, das hätten wir euch ja schon vorher sagen können, haben wir aber irgendwie nicht so richtig für voll genommen, mussten wir nicht so richtig tun. Das sind natürlich die Banken diejenigen, die am emotionalsten reagieren und sagen, was tut ihr hier mit uns? Wie sollen wir euch jemals wieder vertrauen können? Und man kann gar nicht ausschließen, dass von mir aus auch die Gewerkschaften oder die Betriebsräte manchmal, insbesondere wenn sie große Restrukturierungslasten tragen sollen, diejenigen sind, die sagen, also warum soll eigentlich das Management hier mit hohen Abfindungen nach Hause gehen und wir bekommen hier irgendwie eine Transfergesellschaft, die auch noch schlecht ausgestattet ist. Das heißt, im Grunde zusammengefasst in einem Satz, gibt keine pauschale Antwort und du solltest möglicherweise einfach sowas wie eine emotionale Landkarte bauen, neben der sozusagen materiellen, sonstigen Interessenlandkarte, um mal zu gucken, wer hat welche Präferenzen, wer hat welche Erfahrungen, um möglicherweise eins sicherzustellen, nämlich so diese emotionalen Fallstricke, zu denen wir ja noch kommen werden, so ein bisschen besser vielleicht vorwegzunehmen, soweit man es vorwegnehmen kann, sich emotional selbst darauf vorzubereiten und das vielleicht auch ein bisschen besser zu steuern. Ich bin ja sowieso so ein großer Landkartenfreund, deshalb füge ich heute mal die emotionale Landkarte der Restrukturierung dazu, die so ein bisschen helfen kann, die Player besser einzuordnen und auch so Gravitationszentren emotionaler Art vielleicht so ein bisschen vorwegzunehmen. Ja, Johann, kannst du damit was anfangen? Du brauchst jetzt nicht gleich Landkarten malen, aber
Weil du hast mir mal erzählt, ihr kommt meistens um 5 vor 12 erst rein, manchmal ist es auch schon 5 nach 12. So, was habt ihr da für emotionale Gemengelagen, die ihr vorfindet? Ist da Zeit, um emotionale Landkarten zu zeichnen? Und ja, was ist zu tun auf der emotionalen Seite? Auch ich bin ein großer Freund von Landkarten. Noch lieber fahre ich allerdings in die jeweiligen Regionen, wenn ich Urlaub mache und bin nicht nur mit der Finger auf der Landkarte. Aber eine emotionale Landkarte greife ich einfach mal auf, finde ich eigentlich einen sehr schönen Begriff. Und im Endeffekt ist es nichts anderes als eine Art Projektumfeldanalyse, ja, um zu gucken, wie sind denn die einzelnen Spieler einzuordnen. Und was muss ich denn tun? Und eine vernünftige Restrukturierung muss zwingend professionelles Stakeholder-Management beinhalten. Und das ist nichts anderes als die Landkarte von der Stakeholder-Seite aufzuzeichnen und sich da intensiv damit zu beschäftigen. Und Bastian, wenn du fragst, hast du am Anfang überhaupt Zeit? Ja, sehr zu Recht hast du eine Situation, und wir haben schon über einiges gesprochen auch, und manches ist ja auch in der Presse zugänglich, wo wir in Situationen gerufen wurden, wo es tatsächlich 5 nach 12 schon war, und wir zunächst mal mit Vollgas dran gearbeitet haben, die Uhr von 5 nach 12 auf 5 vor 12 zu stellen. Dennoch muss man sich die Zeit nehmen, um die Stakeholder-Landschaft zu eruieren und Transparenz zu schaffen. Weil das ist das Entscheidende in der Restrukturierung. Man kann nicht blind drauf losrennen. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, wenn du es eilig hast, geh langsam. Das wäre mir jetzt zu binsenweisheitmäßig und zu gedroschen. Trotzdem ist es entscheidend, am Anfang zu wissen, wohin man überhaupt will. Und um zu wissen, wohin man will, muss man erstmal wissen, was die Ausgangssituation ist. Und da ist es natürlich entscheidend, bin ich in welcher Krise befinde ich mich eigentlich? Ja? Bin ich in einer Liquiditätskrise, muss ich 5 nach 12 auf 5 vor 12 stellen? Wenn sie akut ist, bin ich nur in Anführungsstrichen in einer Ertragskrise? Habe ich eine strategische Krise? Wie schaut meine Stakeholder-Krise aus? Ich muss mich mit der Ausgangssituation beschäftigen. Ansonsten setze ich zwar voll die Segel, kriege den Wind ab, aus welchen Seiten auch immer, und fahre irgendwo hin, nur nicht da, wo ich hin will. Also die Zeit muss man sich nehmen. Natürlich ist in der Restrukturierung alles da, außer Geld und Zeit. Haufen Druck, aber die Zeit musst du dir nehmen. Es geht gar nicht anders. Von daher greife ich gerne auf, was der Sven gesagt hat. Die emotionale Landkarte nehme ich in Zukunft in meinen Wortschatz mit auf. Und beim nächsten Pitch habe ich es mit Sicherheit zu machen. Und ich würde dann das emotionale Stakeholder-Analyse, ich glaube, das war dein Begriff ganz am Anfang, den würde ich bei mir nehmen, weil das klingt wahnsinnig professionell. Und da kann ich endlich mal sozusagen von der Erfahrung, kann der Anwalt mal von der Erfahrung einer großen Beratungsgesellschaft profitieren. Ja, wir ziehen doch eher an einem Strang in eine Richtung, von daher ist es immer 1 und 1 gibt 3. Hervorragend, sehr gut. So, jetzt mal nicht zu viel Einigkeit, das ist langweilig. Herr Rabel, bevor Sie reinkommen, doch nochmal, Johann, das Thema Binsenweisheiten hast du angesprochen. Ich habe da noch einen Ausspruch von dir auch in Erinnerung, ziehe ich gerne nochmal hervor. Greift das auf, was Sven gesagt hat, nämlich Thema Kommunikation. Gerade Banken fühlen sich nicht immer gut unterrichtet. Ich glaube, walk the talk and talk the walk war der Spruch, oder umgekehrt, das weiß ich nicht mehr genau. Also, wie kriegt man das hin? Frage an mich jetzt, sorry. Ja, okay. Ja, in der Tat ist es walk the talk und talk the walk. Das heißt, nichts anderes als formelhaft auf einen Nenner gebracht. Den ersten Teil talk the walk, informiere darüber, wo die Reise hingehen soll und warum sie da hingehen soll. Also sprich, was sind die Ursachen dafür, dass die Reise eben genau in die Richtung geht und der Marsch in die Richtung geht, und welche Fallstricke lauern auch auf diesem Marsch. Also von Anfang an Offenheit haben, auch potenzielle Probleme sauber und offen adressieren und da eine professionelle Informationskultur legen. Insbesondere, wenn ich jetzt Holger Rabel sehe, da letztendlich in Bankenrichtung gedacht, Transparenz schaffen für die Banken. Einfach
Oftmals ist es so, dass ja dann natürlich auf Bankenseite dann neue Spieler an Bord kommen. Es ist bei jedem Haus unterschiedlich gestaltet. Manche Häuser kommen als Tandem, wo die Vertriebsseite noch dabei ist. Manche Häuser haben einen harten Cut, wo nur noch Intensive Care, Restrukturierung am Tisch sitzt. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen müssen sich ja auch erst einarbeiten und haben die Transparenz teilweise auch noch gar nicht. Ja, und da gilt es dazu, dass alle Seiten zusammenhelfen und eben die Transparenz schaffen, um zu wissen, was sind die Probleme eigentlich, in welcher Krise befinde ich mich, wie kann ich da rauskommen und wo geht die Reise eigentlich hin. Und dann im nächsten, wenn du den zweiten Halbsatz nochmal da benennst, ja, und dann auch walk the talk, das heißt, das auch machen, was man gesagt hat, nicht permanent mit neuen Wahrheiten kommen. Es kann niemand in der Restrukturierung kann auf mehr verzichten als auch negative Überraschungen und Themen, die man letztendlich irgendwann mal aus dem Hub zaubert, die völlig überraschend für alle auf einmal auf dem Tisch liegen. Das heißt, da ist es ganz wichtig, dass man dann auch das tut, was man gesagt hat und wie ich es eingangs erwähnte, auch die Risiken, die es vielleicht gibt, die Probleme, die es gibt, weil einfach ist so eine Reise nie. Was man alles im Gepäck hat, da auch zu klar zu adressieren. Das schützt die Banken in dem Fall jetzt, aber auch alle anderen Stakeholder vor negativen Überraschungen und hilft dabei, verloren gegangenes Vertrauen und Unsicherheit da zu begegnen und eine bessere Kultur zu schaffen, um die Reise gemeinsam erfolgreich zu gestalten. Super. Herr Rabelt, jetzt kommen Sie aber mal ran. Banken sind schon häufiger angesprochen worden. Sie haben zwar in Ihrer beruflichen Laufbahn viel mit Restrukturierung und Abwicklung zu tun gehabt. Den Job, den Sie jetzt haben, haben Sie aber noch gar nicht so lange, eigentlich jetzt erst so richtig in der Corona-Zeit aufgenommen. Haben aber, wie Sie mir gesagt haben, zum Einstieg gleich mal einen schönen Fall miterlebt, wo Sie auch gesehen haben, was auf Bankenseite auch mal falsch laufen kann, vielleicht auch auf anderen Seiten. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, was Sie da erlebt haben beim Thema psychologische Fallstricke auf Bankenseite. Ja, gerne. Vielen Dank. Ja, zunächst mal das Bild von Dr. Prüfer aufnehmt, die emotionale Landkarte, die ist, glaube ich, aus Bankensicht, vielleicht auch aus Sicht aller Stakeholder durchaus gekennzeichnet, dass sie etwas unwegsames Gelände vor sich haben. Und manchmal ist es auch noch gepaart mit schlechter Sicht, also mit Nebel, und das ist dann die fehlende Transparenz. Das heißt also, für uns alle ist es zu Beginn, glaube ich, relativ schwierig einzusortieren, wo stehen denn die einzelnen Stakeholder? Und das hat sehr viel mit Erkenntnis oder Erkenntnisgewinn zu tun. Das geht sicherlich, sage ich mal, sehr stark in Richtung Gesellschafter und Management, die manchmal noch gar nicht realisiert haben, wie bedrohlich eine Krise ist oder sich sehr schnell entwickeln kann. Und das bedeutet auf Bankenseite, dass man zum Teil mit einer etwas falschen Erwartungshaltung rangeht, nämlich vielleicht sehr schnell eine Lösung sich selber gedanklich zurechtgelegt zu haben. Und man merkt dann aber eben, dass das Gelände ein bisschen unwegsamer ist und man kommt gar nicht so schnell voran, wie man das möchte. Und auf meinen Fall bezogen war letzteres dann auch der Fall. Wir hatten eigentlich erwartet, dass wir hier eine relativ klare Situation vorfinden. Und das Unternehmen war am Ende auch ganz gut beschrieben als ein krisenhaftes, Gott sei Dank mit einer sehr stabilen Liquidität. Aber wir haben das Problem gehabt, dass sowohl das Management als auch insbesondere die Gesellschafter nicht so richtig realisiert hatten, was die Stunde geschlagen hat. Und das war lange Zeit ein großes Problem und hat zu extrem verkanteten Verhandlungssituationen geführt und zu einer ziemlich schwierigen Gemengelage, die wir erst nach Monaten de facto auflösen konnten. Wir haben also sehr lange gebraucht, das Standstill hinzubekommen. Wir haben dann am Ende natürlich es geschafft oder Gott sei Dank geschafft, eine Sanierungsvereinbarung und einen Kredit hinzuzimmern. Aber der Weg war schon sehr, sehr hart. Und ich glaube, es liegt viel daran, dass beidseitig nicht wirklich klar war, wer steht denn eigentlich wo, und zwar emotional, psychologisch. Und was muss ich als Gegenpartei denn tun, um vielleicht eine schwierige Verhandlungssituation zu öffnen? Ja, das ist so mal ganz kurz zusammengefasst meine Erfahrung aus dem ersten Fall, der zugegebenermaßen relativ groß und komplex war. Geben Sie mir doch gerade noch mal eine Idee, wie gut sind denn Ihre Banker auf solche Situationen vorbereitet? Ja? Das sind Leute, die kommen irgendwie aus der Marktfolge, vielleicht waren Sie auch mal vorne am Kunden dran, im Weißbereich, so, und irgendwann kommt man in diese Restrukturierungsabteilung.
und ist ja auf einmal in einer völlig anderen Situation, hat mit Leuten zu tun, die selber emotional unter Druck sind. Da muss man ja selber irgendwie auch vernünftig mit umgehen. Es gibt eine Erwartungshaltung ihres Hauses, es gibt einen Chef und es ist immer irgendwie schwierig. Also sind das Leute, die wirklich auf diese Aufgabe vorbereitet werden oder wächst man da rein? Ja, man wird nicht dezidiert darauf vorbereitet. Ich glaube, viel hat es mit Berufserfahrung allgemein zu tun. Und natürlich, je länger ein Berufsweg ist, desto mehr ist man auch in unterschiedlich schwierige Situationen gekommen. Selbst wenn man jetzt nicht ausgewiesener Restrukturierungsfachmann ist. Aber Erfahrung hilft sehr viel. Letztlich, glaube ich, ist immer ganz klar, was man eigentlich erreichen möchte. Aber eben, was fehlt, ist die Unsicherheit oder das Nicht-Erkennen, wo befindet sich eben meine Gegenseite. Ich glaube, die fachliche Dimension ist nicht etwas, was die Banken in Unruhe versetzt oder sie emotional werden lässt. Es ist eher so, dass die Banken auch hoffen, dass beide oder mehrere Seiten eben zur Sanierung beitragen. Oft ist es so, dass die Banken den Eindruck haben, naja, wir sind gefordert, wir müssen Fresh Money geben, von der Gesellschafterseite kommt nicht viel. Es ist immer noch das gleiche Management, was viele Fehler gemacht hat. Also es gibt sehr viele Baustellen und an mancher Stelle haben Banken recht. An anderer Stelle muss man eben aber auch im Verlaufe der Verhandlungen oder im näheren Kennenlernen des Unternehmens merken und feststellen, dass die Dinge doch nicht so einfach liegen. Und ich glaube, da ist eine gewisse anfängliche Erwartungshaltung bei allen Stakeholdern. Das Ding muss relativ schnell gelöst werden. Die ist schon da, weil man es eben aus der Praxis kennt. Ja, in vielen Fällen lassen sich Lösungen finden, aber der Weg dahin, der ist eben derjenige, der manchmal doch wirklich ein paar schwierige Wegstellen dann parat hält. Ja. Darf ich mal den Punkt aufgreifen? Sie haben gerade eine ganz interessante Sache gesagt, dass die Banken manchmal von mir aus eine vorgezimmerte Lösung haben, die sie dann erwarten, die vielleicht so nicht umgesetzt werden kann. Dafür mag es Gründe geben, die sie mehr oder minder akzeptabel finden als Finanzierungspartner. Und dass es so die klassische Frage gibt, was machen denn die anderen? Ja, also nach dem Motto, wie leistet denn jetzt hier das EK seinen Beitrag und was machen die Lieferanten und was machen die Kunden? Das heißt, wie kann dann ein Paket raus werden? Und das ist eine ganz interessante Sache. Das wird oftmals unter so scheinjuristischen Gesichtspunkten, das heißt immer Gleichbehandlungsgrundsatz, ja, verkauft, nach dem Motto, als wäre das so ein feststehender rechtlicher Grundsatz. Und es gibt oftmals emotional, komischerweise, die Fehlvorstellung, dass es sowas wie ein Gesetz geben würde, das da lautet, mit rechtlicher Bindungskraft, alle sind gleich zu behandeln und alle müssen irgendwie beteiligt werden. Und dann wird sozusagen aus so einer der Jurist würde sagen, Artikel 3 Grundgesetzsystematik heraus, ja, alle sind immer gleich zu behandeln, werden also Dinge aufgebaut, also die Finanzierergruppe muss mitmachen und die und die und die und die auch noch. Dass möglicherweise die Finanzierergruppe, die das Thema lostritt, weil sie emotional irgendwie glaubt, gleich behandelt werden zu müssen, sich dann hinter so einem dogmatischen Grundsatz verschanzt, der die Lösung vielleicht eher schwerer macht, ist dann etwas, was ganz schwer sozusagen emotional rüberzubringen ist. Das heißt, im Grunde sagen die Finanzierer eins zu Recht. Das ist ja auch vollkommen akzeptabel. Sie stellen nämlich eine Frage, wie sollen die Lasten verteilt werden? Sind wir denn diejenigen, die ja wieder als Fremdkapitalgeber den Karren aus dem Dreck ziehen müssen? Und bitteschön, was machen denn die anderen FK-Geber, die von mir aus irgendwo sonst in der Struktur sitzen, die vielleicht schwerer zu greifen sind, weil sie irgendwie einen Bond darstellen oder Schuldscheindarlehen oder weiß der Kuckuck, was es da sonst noch für Kapitalmarktinstrumente gibt? Warum sollen wir hier den Karren alleine ziehen? Dann müssen wir die anderen auch antreten. Dann geht der Blick zum Eigentümer und sagt, warum machst du denn nichts? Und da gibt es von mir aus noch Kunden oder Lieferanten, weiß der Kuckuck, was da sonst noch dazukommt. Das heißt, wo man aufpassen muss, ist, und das finde ich vollkommen berechtigt, diese Frage, selbst wenn man emotional im Grunde über das Thema offen sprechen müsste, Lastenverteilung, und ist es nicht vielleicht besser, im Interesse der Restrukturierung ein bisschen mehr Last auf die eigenen Schulter zu nehmen, weil die Dinge sonst kompliziert werden. Ja, und plötzlich ganz andere Beteiligte angesprochen werden müssen, sozusagen von mir aus Bondholder, muss ich eine Bondholderversammlung machen oder ich muss ein Starock-Verfahren einleiten, weil ich die alle nicht zu greifen kriege. Ja? Und damit die Finanzierer sich vielleicht gar keinen Gefallen tun, obwohl sie emotional sagen, natürlich müssen alle gleichermaßen beitragen. Also das, worauf ich sozusagen nochmal hinaus will, ist,
Manchmal ist es so, dass in dem besten Wollen, die Lasten gleichmäßig zu verteilen, man sich vielleicht emotional verschanzt und sagt, ich will gar nicht mehr Lasten tragen und dann so Vehikel benutzt, wie so ein Gleichbehandlungsgrundsatz, um sich dahinter zu verstecken. Das wird dann wie so ein juristisches Dogma vor sich hergetragen. Und dann läufst du als Unternehmen, als sonstiger Partner von mir aus gegen so eine Wand und dann kommst du nicht weiter. Und dann wirst du plötzlich dadurch in Lösungen hineingezwungen, die rechtlich machbar sind. Da freut sich natürlich das Beraterherz. Ja. Je komplizierter es wird, je mehr Stakeholder, desto mehr Stunden kann ich aufschreiben, desto mehr Geld verdiene ich für meine Anwaltskanzlei. Aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders, ja, weil es trägt dann wenig zur Lösung bei oder weniger, als man vielleicht denken würde. Und das ist vielleicht ein Punkt, dass man dann am Anfang einer Restrukturierung vielleicht den Ton auch richtig setzen muss, indem man sagt, lasst uns mal offen über das reden, worüber ihr eigentlich reden wollt, nämlich die Frage, wie verteilen wir die Lasten und seid ihr vielleicht bereit, mehr zu nehmen, als es formal nach so einem Gleichbehandlungsgrundsatz aussehen würde, weil alles andere die Dinge noch komplizierter macht und das Projekt in seiner Erfolgswahrscheinlichkeit insgesamt reduzieren könnte. Mhm. Ja, das wäre, sage ich mal, das wäre ideal, wenn man sich direkt mal darüber Gedanken machen könnte, wie Lasten zu verteilen sind. Aber das ist ja auch aus Bankensicht schwierig. Wir sind ja keine homogene Gruppe. Diese Vorstellung ist ja auch nicht ganz richtig. Und zwar, sag mal, ganz grundsätzlich ist es ja so, für denjenigen, der in einer solchen Unternehmenssituation schon nichts mehr zu verlieren hat, ja, ist es auch kein Problem, relativ, sage ich mal, relaxed am Tisch zu sitzen. Das ist in der Regel sogar der Gesellschafter, das Management vielleicht, weil die sind aus dem Geld und am Ende sind es die Banken im Wesentlichen, die was zu verlieren haben. Nämlich, wenn das Ding falsch abbiegt und wir enden in der Insolvenz und in der Liquidation, dann werden die Banken Verlust haben, der Gesellschafter ja sowieso, die Banken aber auch. Wenn es aber gut geht und gelingt, dann können wir das Geld retten, was ja auch die Intention ist. Wir sind ja als Banken generell an einem Going Concern interessiert. Das muss ja unser oberstes Ziel sein. Keiner verliert gerne Geld, also Banken insbesondere nicht. Das ist mal grundsätzlich die Marschrichtung die gleiche. Aber wenn man jetzt nun mal in so einen Fall reinschaut, dann sind die Exposure-Höhen sehr unterschiedlich. Die Laufzeiten sind zum Teil sehr unterschiedlich. Manche Banken sind besichert, andere nicht. Und da fängt es dann schon an, eher heterogen zu werden. Und was dann in so einer Situation schwerfällt, ist, eine Bankenmeinung zu formulieren, die einheitlich ist. Daher kommt manchmal auch der Gleichbehandlungsgedanke, der dann heißt, naja, wenn ich mich schon obligieren muss, dann muss ich als Bank aber noch irgendetwas anderes bekommen, damit ich gleich behandelt werde wie andere. Das ist kein dogmatischer Ansatz an sich. Er resultiert eher aus der durchaus sehr realistischen Sichtweise, dass nämlich die Risiken zu Beginn einer Sanierung sehr unterschiedlich verteilt sind. Und das führt dann oft zu, sage ich mal, auch auf Bankenseite vielleicht einem vorgeschobenen Argument des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Dahinter steckt die Sorge, eine unterschiedliche Ausgangssituation im Risiko zu haben und am Ende diese im Prinzip in die Zukunft fortgeschrieben zu bekommen. Ja, man könnte auch sagen, der größte Gläubiger mit der sich unsichersten Situation ist derjenige, auf den am meisten geguckt wird. Er hat oder sie hat am meisten zu verlieren. Das ist schwierig. Und das ist für mich alles Kennzeichen auch einer etwas unklaren Ausgangssituation. Zu Beginn muss ich auch erstmal eine Bankenseite finden. Auch da gibt es eine gewisse Gefechtslage, die zu klären ist. Und dann, glaube ich, unbeschadet dessen, dass man in die gleiche Richtung marschieren möchte, ist nicht ganz klar, geht der Weg erst nach links oder rechts oder muss ich vielleicht sogar einen Umweg nach hinten nehmen, um dann vielleicht ans Ziel zu kommen. Und diese Art gleichgerichtete Vorgehensweise, das dauert auch ein Stück weit. Und der Gleichbehandlungsgrundsatz, den kenne ich. Ich finde ihn auch nicht besonders gut und ich weiß auch, dass er in realita eigentlich nicht durchzuhalten ist. Also irgendeiner trägt mehr, irgendeiner bekommt ein bisschen mehr. Solange das Gesamtziel erreichbar ist, ist das für mich alles akzeptabel. Ja, vielleicht kann man das Thema Gleichbehandlungsgrundsatz noch mal kurz aufnehmen. Mir gefällt eigentlich besser, nicht weil es Englisch ist, mag eigentlich kein Englisch, aber in der Restrukturierungssprache ist halt oft mal so zu argumentieren, Fair Share of Burden. Ja?
Das heißt, nicht jeden gleich behandeln, sondern in der Restrukturierung gibt es kein Weiter-so und es müssen Opfer bzw. Investitionen gebracht werden. Und Herr Rabel, Sie haben es angekündigt, auch wenn die Banken in letzter Konsequenz sich in einer Finanzierungssituation befinden mit unterschiedlichen Risiken, ist natürlich auch entscheidend, wer bringt nicht nur welches Exposure am Tisch, sondern wer ist auch willens, Fresh Money zu geben. Ja? Und wer beteiligt sich gegebenenfalls nicht an einer Situation. Trotzdem glaube ich, ist das Thema wirklich Fair Share of Burden zwischen den einzelnen Stakeholdern das, was aus meiner Sicht immer mit entscheidend ist. Und um das überhaupt auszutarieren und als derjenige, der als Team gemeinsam vor allen Dingen, sage ich jetzt mal, vielleicht mit den Anwälten, ein CRO, der als Orchestrierer des Restrukturierungsprozesses bestimmt ist, da eine Lösung zu finden, die tragfähig ist, die wirklich dann auch belastbar ist und eine Mehrheit findet, und zwar eine ausreichende Mehrheit, um nach vorne zu gehen und wirklich die Lösung zu finden, kann Fair Share of Burden ja erst finden und austarieren, wenn er weiß, wie die Ausgangssituation ist. Insofern ist es nicht nur bei den Banken so, sondern eigentlich bei allen Stakeholdern. Wenn ich mir jetzt die Kundenseite anschaue, Herr Rabel, auch da ist es total heterogen. Ja? Es sind ja nicht die Kunden, sondern es sind Kunden mit unterschiedlichen Abhängigkeitsverhältnissen. Es gibt Major Accounts, es gibt kleine Kunden, es gibt Key Accounts, es gibt die Schlüsselkunden. Wenn ich an einen Fall denke, der uns da 2 Jahre Gott sei Dank erfolgreich beschäftigt hat im Automobillieferzubereich, wird es ja besonders deutlich. Wir haben dann Automobilzulieferer gehabt mit über 1 Milliarde Umsatz, davon in Deutschland das Hauptwerk und etwa 25%, 5 Millionen Cashburn. Ich glaube, das sieht man, da hat es gebrannt, ne? Und zwar volle Kanne unterm Dach. Und da gab es natürlich eine klassische Situation, die man bei Automotive Supplier oft findet. Viel Geschäft, Wachstum, Neuanläufe, komplizierte Themen, hier war es ein Spritzgussunternehmen für Innenraumteile und je weniger Teile man braucht, umso besser. Also ganz, ganz viele Sachen in ein Thema reingebracht und die Produkte wurden immer komplizierter und ja, in letzter Konsequenz immer teurer, weil man sie gar nicht rausgebracht hat. So, jetzt haben Sie den Kunden, der davon betroffen ist. Das Unternehmen hat mehrere OEMs beliefert, aber bei 2 OEMs gab es bei Neuanläufen insbesondere die Probleme. Und jetzt haben Sie eine Situation, wo Sie sagen, naja, bei den anderen läuft eigentlich alles ganz gut. Die fühlen sich aus dem Schneider und sagen, ja, was soll ich machen? Und die 2, die eigentlich im Wesentlichen verantwortlich waren für die Verluste aufgrund ihrer Situation, sagen natürlich, naja, schwierig, was machen wir jetzt? Na, kann ich nichts für, muss einen Bankkredit nehmen. Die Bank sagt natürlich, ja, ich will aber keine Verlustfinanzierung betreiben. Ja? Das ist eine Eigenkapitalsache oder eben diejenigen, die verantwortlich sind für die Verluste. Insofern, ich glaube, ganz entscheidend war hier für den Erfolg, dass man sich einfach mal die Ausgangssituation sehr dezidiert angeschaut hat und sagt, ja, wie schaut es denn auf der Kundenseite aus? Wer könnte denn auf der Kundenseite tatsächlich nach vorne weg eine signifikante Last für die Restrukturierung tragen? Und hier war eine Sache, wie ich es eingangs erwähnte, dass die Produkte sehr komplex waren. Das heißt, Sie konnten nicht einfach verlagern, weil wenn Sie OEMs haben, die heute nicht im Call sind, von daher kann man auch ein bisschen schimpfen, würde ich auch so machen, wenn Sie im Call wären. Jetzt haben Sie eine Situation, Sie machen Verluste, würde es ein anderer Supplier machen, dann würde der oder herstellen können zu besseren Konditionen, dann ziehen die OEMs ab. Ja, und sagen, okay, interessiert mich alles nicht, ich gehe hier raus, ihr bringt die Qualität nicht her, gehe ich zum anderen. So, das war hier nicht möglich, weil es eben extrem komplex war. Das heißt, ohne Bandstillstand hätte man nicht verlagern können. Demzufolge war hier schon mal eine gute Ausgangssituation, die an Bord zu halten und mit ihnen konstruktiv eine Lösung zu finden. Aber jetzt wird es noch komplexer. Derjenige, der Automotive Cases kennt, weiß, dass noch nicht mal die Kunden, also sprich hier der OEM, untereinander heterogen ist, sondern innerhalb des OEMs, der betroffen ist, noch unterschiedliche Abteilungen beteiligt sind. Das heißt, es ist auch nicht der OEM, der hier betroffen ist, sondern Sie haben den Risikomanager, der auf einmal am Tisch sitzt, der eine andere Interessenlage hat und eine andere Motivation und Incentivierung als der Techniker, der Qualitätssicherung macht, der will nur saubere Teile und dass der Band nicht stillsteht. Und Sie haben die Situation, dass Sie einen Einkäufer haben. Der Einkäufer ist incentiviert,
dass er billige Teilepreise hat, dass er in letzter Konsequenz hier keine Erhöhung bekommt und dass er eine Liefertreue hinbekommt. So, jetzt haben Sie sogar innerhalb des OEMs auf einmal drei Leute am Tisch sitzen, die noch untereinander unterschiedliche Stoßrichtungen haben. Und ich glaube, das verdeutlicht, wie extrem komplex es bereits zu Beginn wird, eine Lösung zu finden, nur für eine bestimmte Gruppe, eine Subgruppe, dann ein einzelnes Unternehmen, innerhalb des Unternehmens, dann zwischen den einzelnen Leuten, die da jeweils mit am Tisch sitzen und dessen auf alle Stakeholdergruppen ausgedehnt. Also es ist eine komplexe Geschichte, aber am Anfang muss man sich im Klaren sein, wo sind die Bereiche, wo ich strukturieren kann, wo die größte Pain ist, biggest pain, biggest gain, ja, und wo möglicherweise wirklich eine Unterstützung nach vorne herkommt. Und so ist dann die Restrukturierungssituation nach vorne hin zu gestalten. Also da waren ein paar spannende Sachen drin. Ich greife das gerne mal auf. Also du hast zwei wesentliche Punkte ja genannt. Das eine, glaube ich, jetzt am Ende sind die legitimen Interessen, die jemand hat und wo man schnell mal emotional wird, wenn die verletzt werden. Das andere ist der schöne Begriff des Fair Share of Burden. Ich glaube, da gibt es wenig emotionalere Themen als die Diskussion über Fairness, insbesondere wenn man auf etwas verzichten muss. Mhm. Ich möchte noch mal ein drittes Element einpflegen. Sven, vielleicht dich da mal mit reinnehmen. Das Ganze hat ja immer auch noch ein kommunikatives, weil verhandlungstaktisches Element. Also selbst wenn ich mir Gedanken darüber gemacht habe, worauf ich überhaupt bereit bin zu verzichten, sage ich das ja noch gar nicht unbedingt und habe da auch wieder natürlich die Gefahr einer emotionalen Verstrickung, wenn die Gegenseite nicht wahrnimmt, dass das ein Verhandlungsanfang ist, aber vielleicht nicht das Ende. Also auch da kann man sich ja viel ineinander verhaken. Was sind da deine Erfahrungen, Sven, vielleicht aber auch deine Empfehlungen? Also in solchen Situationen, also ich kann nur sagen, welche persönliche Präferenz ich habe. Meine persönliche Präferenz ist, nicht zu viel hin und her verhandeln, in dem Sinne, wie man das bei einem normalen M&A-Deal tun könnte. Ja, du bist in einer kompetitiven Situation von mir aus, es gibt irgendein Asset, um das sich 3-4 PE-Häuser streiten. Natürlich verhandle ich da wie die Hölle und natürlich stelle ich dort gegebenenfalls auch maßlose Forderungen als Verkäufer, um mal zu gucken, wie die darauf reagieren, nach dem Motto, wollen ja alle das Target haben. Da habe ich Zeit, da habe ich den Komfort einer solchen Situation. Meine Sorge in solchen Restrukturierungen, und deshalb ist das nicht meine persönliche Präferenz, ist relativ schnell belastbar zum Punkt zu kommen. Und zwar, wir wären nicht in der Situation, die enorm stressig ist für Eigentümer, Mitarbeiter, Management, Finanzierer, Kunden, Lieferanten, wenn in der Vergangenheit alles brillant gelaufen wäre. Das schafft schon mal per se eine Menge emotionalen Stress. Es ist immer eine enorme Komplexität. Herr Rabelt hatte das vorhin so schön beschrieben mit, wir fahren auf Sicht, weil da gibt es Nebel, da gibt es nämlich große Intransparenz. Man muss vielleicht sich auch eher langsam bewegen, weil man noch nicht so genau weiß, was da eigentlich kommt. Johann hat gesagt, um Gottes Willen, wenn da noch plötzlich Dinge wieder neu hochkommen, mit denen keiner gerechnet hat. Das heißt, die Situation ist sowieso angespannt. Und wenn ich jetzt noch zusätzlich von mir aus Bankensicht sage, also ich bin hierzu überhaupt gar keinen Verzichten bereit, sozusagen die Position komplett auszureizen, dann ist das natürlich eine Stakeholder-Position, die ich persönlich nicht präferiere, weil sie steht, glaube ich, letztlich diesem Fair Burden Sharing entgegen, weil jeder, der beteiligt ist, weiß am Ende des Tages, dass er was geben muss. Es gibt möglicherweise nur eine Gruppe, bei der man das ernst nehmen muss, das sind diese kleinen Holdout-Value-Creditors, die von mir aus sagen, ihr habt ja 5%, ihr könnt mich ja rausnehmen zu 100, dann bin ich weg. Mit denen muss man sozusagen rechnen, dass die das tatsächlich so meinen und dass dort die irrationale Erwartung, ohne jegliche Pain nach Hause zu kommen, vielleicht etwas ist, was sich am Ende des Tages durchsetzt und was man mit Erwartungsmanagement regeln muss. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, oder das ist meine Präferenz, deshalb ist das für mich das Wichtigste, muss man ehrlicherweise sagen, ich will relativ schnell die Karten auf dem Tisch haben. Eine ehrliche Bestandsaufnahme, wo steht das Unternehmen? Und zweitens einen realistischen Vorschlag, wie jetzt die Lasten fair zu verteilen sind, um in ein konstruktives Gespräch zu kommen, das möglichst nicht zu lange dauert, weil je länger
so eine Restrukturierung sich hinzieht, desto mehr Zeit, Kraft und vor allem auch Geld letztlich auch für Berater wird verbrannt, das man nicht braucht. Und man löst sich dann oder man hebt sich dann von den operativen Themen, die ja eigentlich gelöst werden müssen, ab. Und ich will das jetzt nicht abwerten, aber man verplempert damit, glaube ich, unsinnig Zeit. Deshalb muss es, glaube ich, sowas wie Führung geben. Ja, Herr Rabe, Sie hatten vorhin angesprochen, die Bankengruppe ist nicht homogen. Agreed. Und deshalb schaut ja jeder, wenn er auf Unternehmensseite ist, hoffnungsvoll darauf, dass ein Haus wie die Commerzbank oder ein anderer großer Stakeholder mit viel Erfahrung in den Lead geht und sagt, wir kristallisieren mal etwas heraus in dem Steering Committee, Lenkungskreis, wie immer Sie es auch nennen wollen, was voraussichtlich mehrheitsfähig ist. Johann hat es gesagt, da kannst du nur hoffen, dass du auf OEM-Seite dann jemanden findest, der da mal die Führung übernimmt und sagt, okay, das ist unsere Linie und ich bin derjenige, der auf der OEM-Seite die Dinge zusammenbringt und mal eine Position konsolidiert, weil du sonst, wenn du das mal aus Unternehmensperspektive denkst, du rennst ja von Pontius zu Pilatus. Ja, der eine erzählt dir A, der nächste erzählt dir B und du kommst halt nicht weiter, weil du nie genau weißt, was du am Ende des Tages erreichen musst. Das heißt, meine Präferenz ist Karten auf den Tisch, so schnell wie möglich Klarheit, nicht groß versuchen herumzuverhandeln, weil ich glaube, das tut der Sache am Ende des Tages nicht gut. Und dafür brauchst du halt Führung und du brauchst dann wahrscheinlich emotional, um diese Komponente nochmal in den Vordergrund zu heben, Leute, die das auch annehmen wollen, ja, die sozusagen Positionen konsolidieren wollen, vielleicht auch in ihrer eigenen Gruppe dann gewisse, keine Konfliktscheu haben und zu sagen, sondern bis hierhin und da müssen wir uns jetzt mal versammeln, sonst wird das hier nichts mehr, um dann wirklich zu einem Verhandlungsergebnis zu kommen. Also zu viel verhandeln wollen und irrationale Erwartungen sozusagen erstmal verhandlungstaktisch in den Vordergrund schieben, gibt es, ja, ist definitiv nicht meine Präferenz, weil es der Situation meines Erachtens nicht angemessen ist. Also da sind sehr schöne Punkte drin, Sven. Ich nehme gerne mal zwei raus und gebe sie an Holger Rabelt weiter. Also das ganze Thema Erwartungsmanagement ist ja mal eins, was auch nach innen wirkt. Ja. Also wie gehen Sie mit Situationen um, wo man vielleicht als Bank erstmal das Ganze in eine Richtung laufen sieht, Sie haben den einen an der Front, der berichtet sowas auch nach innen. Irgendwann ändert sich das Spiel ein bisschen und der muss nach innen kommunizieren. Naja, so gut, wie ich es dargestellt habe, ist es jetzt doch nicht. Aber irgendwie müssen wir weitermachen. Da braucht eine gewisse emotionale Stärke für. Und das andere ist der Teil, den Sven auch angesprochen hat, die auch emotionale Führung innerhalb einer Bankengruppe. Wie kann man das vernünftig orchestrieren? Was brauchst du auch für Leute für? Ja, vielleicht zur ersten Frage des Erwartungsmanagements. Natürlich gibt es immer wieder Transaktionen, wo wir unterwegs ins Stocken kommen oder wo vielleicht Hürden auftauchen, die man nicht erwartet hat. Und dann wird intern Bericht erstattet, entweder an mich oder auch ich habe natürlich vorgesetzt, an die ich dann Bericht erstatte, je nach Fallgröße. Aber wir haben ja immer auch so etwas wie eine Art, naja, sag mal, Plan B oder Szenario. Was passiert denn, wenn wir hier es nicht ins Ziel schaffen? Also das ist immer, sage ich mal, die Baseline und oder der Downside Case, wie auch immer man das nennen möchte. Insofern gibt es immer auch ein Szenario, was passiert, wenn wir es nicht schaffen. Und deswegen sind Banken am Ende nicht komplett überrascht, wenn Verhandlungen nicht gut laufen oder wenn sie unterwegs ins Stocken kommen. Und insofern hat man immer den internen Austausch über die jeweilige Fallsituation. Dass es Rückschritte gibt, passiert, ist nicht schön, aber da können wir mit umgehen. Das ist in Ordnung. Im Stierco, das versuchen wir ja immer zu machen, selbst wenn es, und das war bei meinem Fall auch so, es gab kein Bankenkonsortium, es waren nur bilaterale Kredite und es war ein großer Fall. Wir haben also eine sehr heterogene Bankenlandschaft gehabt. Und die musste man erstmal formieren. Wir sind ins Stierco gegangen, obwohl wir als Commerzbank nicht die größte Gläubigerbank waren. Der Kunde hatte das zum einen gewünscht und zum anderen, es ist ein deutsches Unternehmen, kein kleines. Da fühlten wir uns auch in gewisser Weise verpflichtet und haben dann versucht, relativ schnell auf der Bankenseite die Informationen zu transportieren, die wir vom Unternehmen bekommen haben. Und da gibt es immer zwei Dinge, die aus meiner Sicht wichtig sind. Herr Prüfer, Sie haben das gerade zu Recht ein Stück weit beklagt. Ja, Offenheit und Transparenz, das wäre natürlich auch aus meiner Sicht sehr wichtig. Aber wir machen uns mal nichts vor. Es passiert bewusst oder unbewusst, dass Informationen nicht kommen. Schlecht ist, wenn wir als Banken das Gefühl bekommen, die werden bewusst zurückgehalten in der Hoffnung, man kann hier
nicht im Sinne des Verheimlichen und eines Vorteils erzielen zu wollen, sondern vielleicht auch manchmal, weil das Unternehmen Angst hat, diese Informationen zu geben, wie schlecht es denn an mancher Stelle in der Refinanzierung steht oder mit dem Lieferanten oder mit dem Abnehmer. Das sind also durchaus, sage ich mal, psychologisch verstehbare Effekte. Wenn ich aber das Gefühl habe, das ist entstanden aus so einer Stress- oder Angstsituation, kann ich damit anders umgehen, als wenn ich als Bank das Gefühl gewinne, hier will einer bewusst, sage ich mal, eine Informationsasymmetrie fahren. Da wird er sehr, sehr stark auf Granit beißen. Und da spielt auch ein bisschen was rein mit einer Verhandlungsposition aufbauen. Auch Banken tun das. Wie ich schon sagte, wir denken immer in Szenarien. Plan A ist, das Ding geht auf und wir schaffen es, eine Vereinbarung zu erzielen. Und es gibt den Going Concern. Und dann gibt es noch vielleicht abgestuften Plan B und dann gibt es einen Plan C. Und der Downside ist immer, es endet in der Insolvenz und wir liquidieren. Das will zunächst mal keiner. Aber das ist immer etwas, was man in der Hinterhand haben muss. Und natürlich auch Banken versuchen, eine Position zu optimieren. Aber man muss, und das ist ein grundsätzlicher Appell, man muss dabei realistisch bleiben. Also es hilft nichts, sage ich mal, eine Position aufzubauen, die nicht durchhaltbar ist. Das führt eben genau dazu, dass man in den Vertragsverhandlungen oder allgemein in den Verhandlungen die Situation verkantet und meinetwegen auch erneut eskaliert. Das dient sicherlich nicht der Sache. Und wir sollten ja das Ganze von der Sache her denken und vom Ziel her denken. Deswegen bin ich ein großer Freund davon, Transparenz zu schaffen. Ja, ich mag es absolut nicht, wenn etwas bewusst zurückgehalten wird. Das ist sehr ungut. Und genauso gut sind wir konstruktiv bemüht. Und wir scheuen auch nicht die Situation, Fresh Money zu geben. Das hängt aber wirklich von der Fallsituation ab. Wir sind nicht diejenigen, also als Banken insgesamt in Deutschland nicht, die sagen, wir können kein Fresh Money mehr geben oder wir geben es nie. Wir tun es in meinem Fall, den ich jetzt gerade so vor Augen habe, auch obwohl der Gesellschafter keinen finanziellen Beitrag leistet. Ja, das hat auf der anderen Seite wieder einen Preis gehabt, wo wir eine stärkere Position aufgebaut haben und die dann auch durchziehen konnten. Aber viel ist wirklich abhängig davon, mit welcher Erwartungshaltung gehe ich selber rein. Und vor allen Dingen, man darf nicht überrascht sein, wenn man das Gegenüber da noch gar nicht abholt, sondern wenn das Gegenüber noch in dem Modus ist, naja, noch ist nicht alles verloren oder es ist ja wohl nicht so schlimm. Ja, die Banken wollen mir irgendwas Schlimmes. Das ist letztlich oftmals nicht der Fall. Wir haben eigentlich kein extraordinäres Interesse. Ich möchte eigentlich nur meinen Kredit wieder haben, wenn es geht mit Zins. Das ist relativ billig und trotzdem schaffen wir es nicht immer. Aber der Ansatz kann ja eigentlich gar nicht sein, mehr rausholen zu wollen. Das ist nicht der Punkt, sondern wir wollen das sichern, was wir draußen haben an Geld. Und deswegen sind die Banken tendenziell kooperativ. Wir sind es nur dann nicht, wenn wir das Gefühl haben, hier wird nicht eben auf einem Level Playing Field gespielt, sondern hier wird bewusst versucht zu arbitrieren. Das ist keine gute Konstellation für, sage ich mal, gedeihliche Verhandlungen. Ja. Johann, wenn du merkst, da droht eine Verhandlung gegen die Wand zu fahren, das ist emotional schon so aufgeladen, wie nimmst du Druck raus? Kommt natürlich immer auf das jeweilige Stadium drauf an. Insofern bin ich hier als kommerzieller Berater nicht weit weg von dem, was der Sven zu Beginn gesagt hat. Kommt drauf an. Ne? Auch, aber es ist tatsächlich so, ja, wir können hier das schwer pauschal natürlich sehen. Aber wenn eine Verhandlung sehr stark verkantet ist, dann glaube ich, ist sie oft verkantet, weil man die Unterschiede zu stark betont. Das heißt, man merkt unterschiedliche Positionen und in denen ist man festgefahren und führt dann fast schon wie im Ersten Weltkrieg so einen Stellungskampf, ne, und beschießt sich in Verdun mit schweren Geschützen. Das führt zu nichts. Insofern glaube ich, ist das Entscheidende, nicht die unterschiedlichen Positionen vertiefen zu lassen, sondern versuchen, einen Schritt zurückzumachen und die Gemeinsamkeiten zu betonen und dann auch klar zu sagen, okay, welche Themen haben wir denn eigentlich schon auf dem Tisch, wo wir uns geeinigt haben? Und das wieder nach vorne zu stellen und dann wirklich die gemeinsame Richtung da nochmal zu verankern. Ich möchte es gar nicht zu weichgespült jetzt formulieren und auf das auch zurückkommen, was vorher der Holger Rabelt gesagt hat, mit dem Thema Ultima Ratio Insolvenz. Ne? In letzter Konsequenz
hilft es natürlich, sich gut vorzubereiten. Und je nachdem, wie weit ein Prozess schon fortgeschritten ist, sagen wir, es geht wirklich darum, es ist ein Gutachten geschrieben, man hat Diskussionen geführt, jetzt geht es darum, wer welche Finanzierungsbausteine mitstemmt. Und das Gutachten ist eigentlich in seinem Final Draft auf dem Tisch und jetzt geht es wirklich darum, Fortführungsprognose ist positiv, aber nur, wenn die Zustimmung kommt, die Finanzierung zu stemmen. Und es gibt noch an der einen oder anderen Stelle eine Diskussion jetzt, sind denn alle mit an Bord? Da haben wir in der Vergangenheit auch schon gemerkt, dass es durchaus auch mal helfen kann. Und wirklich, das ist nicht für jeden Fall. Jeder Fall ist unterschiedlich in der Restrukturierung. Aber auch wirklich dann zu sagen, okay, wenn es völlig verkantet ist, hilft nur eins, eine Warnung auszusprechen. Und eine Warnung ist was komplett anderes wie eine Drohung. Eine Drohung ist irrational. Bei einer Drohung verhandle ich dann gegen jemanden und habe wieder die Unterschiedlichkeiten betont. Bei einer Warnung versuche ich genau das Gegenteil. Da sage ich nur ganz hoffentlich weitgehend emotionsfrei zu sagen, wenn wir etwas in die Richtung nicht hinbekommen, ist das das Ergebnis, ja, das dann unweigerlich kommt. Und wenn das Ergebnis, das unweigerlich kommt, ist, wenn man sich auf Fresh Money nicht einigt, dann eine Insolvenz ist, dann sollte man eigentlich rausarbeiten, ja, was heißt das dann für die Beteiligten, die hoffentlich doch noch helfen. Und da ist eine Options Review oder eine Liquidationsanalyse sehr hilfreich und die sollte dann nicht von jemandem kommen, der wieder auf irgendeiner Seite steht, sondern da kann es ja ganz hilfreich sein, dass man das von jemandem machen lässt, der als neutraler Dritter unabhängiger Gutachter ist. Genauso wie jemand übrigens, der ja auch das Gutachten geschrieben hat, das ich jetzt in dem Fall beschrieben habe. Ich halte wenig davon, wenn jemand ein Gutachten erstellt und dann in Conflict of Interest kommt, wenn er nachher noch irgendwo in das Thema Umsetzungsbegleitung geht. Das mögen andere unterschiedlich betrachten. Ich sehe das so. Insofern haben wir gute Erfahrungen gemacht, wenn sich eine Verhandlung total verkantet hat, einfach wirklich die Warnung auszusprechen und zu sagen, okay, wenn es nicht zu einer Lösung hier kommt, tritt leider unweigerlich die Insolvenz ein, die jeder blöde findet, aber das kommt eben dazu, gar kein Vorwurf an irgendjemand, sondern einfach nur nüchtern zu sagen, dann ist das die Insolvenz. Und was heißt das dann für die jeweiligen? Und da, wenn man was aus dem Hut ziehen kann, dass man natürlich nicht einfach nur aus dem Hut ziehen sagt, völlig überraschend, sondern im Vorfeld das mit den wesentlichen Stakeholdern bespricht und sagt, naja, die Gespräche sind schwierig, nicht verkantet, aber schwierig. Und wenn sie zu verkanten drohen, wie kommen wir denn da wieder raus? Lass uns doch aufzeigen, was die Alternative ist und was diese Option dann letztendlich an Schrecken bringt. Und das kann dann gegebenenfalls auch denjenigen am Tisch, der nicht so einsichtig ist, dann schon helfen, zu sagen, naja, das möchte ich aber auch nicht haben. Ne? Eine Recovery Rate irgendwie von 8%, mit der will ich auch nicht leben. Ja? Als unbesicherter Gläubiger. Und das hilft möglicherweise dann, doch eine andere Lösung zu bekommen und eine verkantete Diskussion wieder zu lösen und sozusagen den Suezkanal wieder freizukriegen und die Schiffe wieder flott zu bekommen. Aber wie gesagt, großer Unterschied zwischen Warnung und Drohung. Drohung ist total kontraproduktiv, hilft überhaupt nichts. Dann werden die Stimmungen noch schlechter, sondern einfach nur versuchen, so nüchtern wie möglich die Themen darzulegen und dann das Schreckensgespenst, das dann unweigerlich kommt, einfach am besten von einem neutralen Dritten bewertet, auf den Tisch zu legen. Und dann kann man darüber wieder diskutieren und findet vielleicht den Weg zurück. Vielleicht steige ich da mal direkt ein. Was manchmal hilft, das war zumindest mal in meinem Fall so, wir haben dann den Tisch erstmal bewusst verlassen, weil wir in mehreren Sitzungen keine Lösung hatten. Und Gott sei Dank besteht ja ein solcher Restrukturierungsfall nicht nur aus Verhandlungen mit dem Gesellschafter, sondern er hat ja viele Workstreams und es geht operativ voran. Und wir haben uns dann bewusst auch eine Pause genommen und versucht, einen neuen Ansatz zu finden. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich für sinnvoll erachte. Es macht keinen Sinn, wenn man feststellt, man kommt in einer Sitzung nicht weiter, diese Sitzung dann irgendwie noch versuchen, zu einem Ende zu führen oder zu einem guten Ende zu führen, sondern da muss man einfach auch mal sagen nach einer Stunde, okay, das macht heute keinen Sinn. Wir gehen auch nochmal in uns selbst und sammeln uns und dann nehmen wir einen neuen Anlauf. Und dann ist es vielleicht 2 oder 3 Wochen später.
Und das war in meinem Fall dann eben auch so. Und da ist es dann auch nochmal eskaliert. Und dann haben wir in einer sehr kleinen und intimen Gesprächsrunde mit wenigen Vertretern, nur Stierko und Gesellschafter, am Ende des Tages in zwei Tagessitzungen, war bei Herrn Stoner um die Ecke in München, eine Lösung gefunden. Und die hat dann auch getragen. Aber der Weg dahin war schon sehr dornenreich. Und was ich da festgestellt habe, ist immer wieder, ja, mit welcher Erwartungshaltung gehe ich rein? Was kann ich fordern? Was ist realistisch? Und man stellt immer wieder fest, dass die Gegenseite nicht so weit ist. Und das muss man verstehen können. Und wenn man das dann versteht, dann muss man eben auch folgerichtig so eine Verhandlungsrunde abbrechen. Weil man sieht, ich komme eben mit dem, was ich an Ansatz habe, nicht weiter. Es macht keinen Sinn, sonst wird man keine Lösung bekommen und dann muss man eben einen Umweg gehen. Das ist so. Viel mehr fällt mir nicht ein. Ich finde dann Einzelgespräche in kleinen Runden, man kann es irgendwie nennen, da ist ein Emissär, der dann sozusagen die Rolle wahrnimmt, das kann helfen. Aber man muss irgendwo immer im Gespräch bleiben und man muss sich dann vertagen und man muss sich dann eine neue Agenda geben und auch dann ganz bewusst sagen, heute nicht, aber in zwei Wochen gibt es einen Termin. Und dann nehmen wir uns für diesen Termin Folgendes vor. Und dann macht jede Partei für sich so ihre Hausaufgaben und überlegt, wie können wir denn irgendwie eine Lösung finden. Und es ist immer eine Kompromisssuche, machen wir uns nichts vor. Ja. Das Maximum habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen, dass eine Partei das durchholen konnte. Das ist nicht so. Sonst gibt es nämlich keine Einigung. Das ist halt wie in allen politischen Gesprächen. Ja. Ja. Tisch verlassen finde ich noch ein sehr schönes Stichwort. Vielleicht bringen wir es zum Abschluss noch mal ein bisschen auf die persönliche Ebene mit der Frage, muss man nicht manchmal auch schlicht Personen aus dem Spiel nehmen? Also ich erinnere Geschichten, wo dann mal ein CFO ganz rausgenommen wurde, weil er eben sich einfach nicht benehmen konnte, schlicht am Verhandlungstisch. Und machen wir uns nichts vor, auch einige Berater haben große Egos und haben hier und dort schon verbrannte Erde hinterlassen, wo man sich vielleicht hier und dort dann nicht einsetzen sollte. Also wie wichtig, Sven, vielleicht du mal aus deiner Praxis, ist dieses Thema einzelne Persönlichkeit? Also ich glaube, man darf die Gruppe, oder fangen wir mal andersrum an, die Gruppe derjenigen, die Restrukturierung so betreiben, die ist ja nicht so wahnsinnig groß. Also es gibt Banker, die halt per Definition immer diese Fälle machen. Man trifft sich in unterschiedlichen Konstellationen immer wieder. Es gibt, auch da machen wir uns, es gibt auch da ja durchaus ein paar Banker, wo man weiß, das sind schwierige Charaktere im Sanierungsbereich. Ja, darauf ist man dann vorbereitet, dann hofft man, dass das Dirko funktioniert, das ist sonnenklar. da gibt es ein paar Berater, mit denen man regelmäßig wieder begegnet. Sag mal so rum, was hilft, ist im Grunde zweierlei, nach meiner Erfahrung. Die erste Erfahrung ist, dass die Kultur des Nichtgesprächs, gegebenenfalls mal zum Telefonhörer zu greifen und jenseits von den ganz offiziellen Gesprächsrunden, wo man sich zu 10, zu 20, zu 40 trifft, mal einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen und zu sagen, pass auf, ich habe den Eindruck, das läuft hier schief. Und zwar aus den und den Gründen. Und ich glaube auch, dass das etwas damit zu tun hat, wie du von mir aus emotional an die Sache herangehst. Ich glaube, da ist eine Spannung da, die müssen wir rausnehmen. Manchmal hilft das, weil derjenige, mit dem man spricht, der von mir aus sich in irgendeine Ecke verrannt hat oder weil er jetzt irgendwie sein Ego da durchsetzen muss, weil das seine brillante Idee ist und nur die geht, obwohl es natürlich immer zwei, drei andere Varianten gibt, dass man den abholen kann. Das heißt also, ich glaube, das eine, was man in solchen Situationen machen kann, ist, weil man sich immer wieder sieht, sich ja auch kennt und weiß, wie man mit dem anderen so umgehen kann, dass man dort mal sozusagen den Druck emotional rausnehmen kann, indem man direkt miteinander spricht. Und ich glaube, vor zwei Monaten passiert, da haben mir die Banken den größten Gefallen getan, den man in dieser Restrukturierung machen konnte. Wir sind aus einer Bankensitzung rausgekommen, wo das Unternehmen präsentiert hat. Und ich war mit der ganzen Vorbereitung unglücklich, weil ich gedacht habe, also das passt nicht. Das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Und das war so, dass ich immer den Eindruck hatte, ich laufe gegen eine Wand und versuche den Finanzberater und den Geschäftsführer davon zu überzeugen, wir müssen hier die Karten auf den Tisch legen. Wenn wir das nicht machen, dann verlieren wir jegliche Kredibilität. Und exakt das ist passiert. Das heißt, wir sind, ich habe dann gesagt, an dieser Bankensitzung nehme ich nicht teil.
Tut mir leid, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Wenn ihr diesen Weg weitergehen wollt, dann macht es gerne, aber dann bitte ohne uns. Ja, also wir sind dann raus und wir haben uns dann mal als Berater zurückgenommen und dann sind die in diese Bankensitzung gegangen und danach gab es eine E-Mail von einem der beteiligten Häuser und die haben ganz klar gesagt, also Leute, wir glauben das nicht. Ihr habt uns hier schon im letzten Jahr nicht ganz die Wahrheit gesagt. Das ist jetzt wieder nur die Hälfte davon und wir möchten, dass die Personen ausgetauscht werden. Sonst reden wir schlichtweg nicht mehr mit euch und dann ist Ende. Ja? Bis auf weiteres Linien, regelmäßig müssen die gezogen werden, dann ist vorbei. Und dann ist plötzlich der Gesellschafter aufgewacht und hat gedacht, oh Mist, jetzt muss ich etwas ändern und hat die aus meiner Sicht einzig richtige Entscheidung getroffen. Er hat den CFO, den Leiter Finanzen und den Finanzberater aus dem Spiel genommen. Komplettes Realignment. Und dann ist Folgendes passiert, dann sind gute Leute dort reingekommen und die haben ganz am Anfang ehrlicherweise einen Satz gesagt, wir haben keine Ahnung und wir sind auch nicht schuld an der Vergangenheit. Also liebe Banken, wartet jetzt mal bitte 4 Wochen. Ja. Liquidität ist noch genügend da. Und wir reden euch jetzt nicht über eine Brücke, sondern wir brauchen mal 4 Wochen, um zu verstehen, wo wir sind. Wir telefonieren euch alle mal der Runde nach ab und dann geht es erst weiter. Und dann fuhr diese Restrukturierung so im April wieder langsam an. Und manchmal, und da wünschte ich mir von allen Beteiligten manchmal mehr Mut zu sagen, also es tut uns leid, aber in diesem personellen Setup auf Kundenseite geht das nicht, weil wir glauben dem nicht. Und wenn das dann immer so unausgesprochen bleibt und immer nur so hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird, aus der Angst heraus, dann gibt es auch Anwälte, die, glaube ich, an der Stelle sehr konservativ beraten und sagen, wenn die Banken sich da auch nur einen Satz sagen, dann seid ihr sofort in der Nachrangigkeit und dann greift er in die Geschäftsführung ein, sodass da auch so eine Art Horror davor besteht, sowas überhaupt mal auszusprechen. Das wird dann auch teilweise juristisch unterfüttert. Das finde ich übertrieben. Was man machen muss, glaube ich, ist an solchen Stellen, und das war wirklich wie ein Befreiungsschlag, dass sich dann auch ein Beteiligter, der wirklich was zu verlieren hat, auf den es entscheidend ankommt, dahinstellt und sagt, seid uns nicht böse, wir wollen auch nicht in eure sozusagen Geschäftsführungskompetenzen eingreifen, aber mit den Leuten, das geht einfach nicht. Aus folgenden Gründen, wir haben da kein Vertrauen drin, überlegt euch, was ihr tut. Und dann hat der Gesellschafter endlich reagiert und ich habe wirklich, thanks God, dieser Finanzierungspartei und dem Steering Committee, ich habe denen jetzt keinen Dankesbrief geschrieben, aber ich glaube, es ist deutlich geworden, dass es jetzt danach wieder weitergehen konnte. Das war wirklich entscheidend und da muss man den Mut haben, das auszusprechen und Leute aus dem Spiel zu nehmen. Das ist ein wunderbares Schlusswort, Sven. Muss es leider sein. Ich könnte noch ewig mit euch reden, ehrlich gesagt. Aber all das würde unsere Zuschauer, Zuhörer leider überfordern. Wir setzen das gerne an anderer Stelle fort. Aber ich glaube, wir haben wirklich in dieser sehr spannenden Diskussion, die mir viel Freude gemacht hat, viel gelernt darüber, warum Sanierungen scheitern können und wie wichtig tatsächlich diese psychologischen Aspekte sind. Ich glaube, wir haben auch ein paar ganz praktische Ratschläge erhalten. Ja, und dafür und für eure wertvollen Einordnungen danke ich meinen Gesprächspartnern natürlich sehr herzlich. Ich darf mich auch im Namen meiner Gesprächspartner natürlich bei Ihnen da draußen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Sie wissen, wir bleiben immer weiter für Sie am Ball. Das Thema Restrukturierung wird uns auch nicht verlassen, auch wenn die große Welle noch nicht gekommen ist und wahrscheinlich auch nicht kommt. Es wird viele spannende Fälle in den kommenden 2-3 Jahren geben. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und in der Zwischenzeit vergessen Sie bitte nicht, sich für unser großes Netzwerktreffen der Corporate Finance Community anzumelden. Am 16. September laden wir Sie wieder zu Deal Sourcing ein. Und zwar diesmal in das Dorinth nach Oberursel. Da haben wir 100.000 Quadratmeter Parkfläche, sind dort einen ganzen Tag lang King of the Castle und heißen Sie sehr herzlich willkommen. Auch hier sind übrigens sowohl A&M als auch A&O als Partner mit dabei und auch Herrn Rabel, darf ich glaube ich sagen, werden Sie dort vor Ort treffen können. Wir freuen uns alle auf Sie. Alles Gute, vielen Dank und bis bald.